So, weiter geht's an dieser Stelle. Da haben wir im letzten Part aufgehört, nachdem wir zurückgeworfen wurden, nach einem Game Over. Ich glaube, wir versuchen es noch einmal. Versuchen noch einmal, das Herz von Brahma zu besiegen. Ab zum Brahma-Kern. Wie er groß sagt. Ein paar Creepers. So, jetzt haben wir wieder das Rätsel hier. Ja, ich nehme die Sprungkraft. Wir wollen ja hier keine andere Entscheidung treffen. Die Sprungkraft, der Trank gibt uns die Kraft, das Abenteuer lacht. Es geht. Wir hüpfen wieder mit den Gummibärchen. Gummibärenbande. Und hops, auf geht's. So. Mutig, so freundlich, so tapfer und gläubig. So. Und na komm, ZDR. Hier nichts versauen. Oh! Ah! Da haben wir was verkackt. Na komm, hüpf weiter. Spring weiter. Hui! Zack! Bombe! ZDR! Runter damit! Okay, ah! Da schlägt's ein. Nice! Oh, der hat uns ein paar Mal wieder entdeckt. Mist. Na komm, da müssen wir wohl rein und nochmal an das Gerät dran und von innen die rote, wütende Parma besiegen. Na komm. Ins Innere von ihr. Parma hat uns bemerkt. So, und rein da. Durch das Ding. Durch das rote Türchen dort. Dann müssen wir das Ausgangsportal bauen. Okay, wir sind damit singlet. Dann musste ich wieder rein. Jesse und lieber Eivor, nicht Jesse, sondern Lucas und Eivor halten die Monster auf und ich gehe da rein. Ja, die Buckets, die Eimer Wasser brauche ich. Ja, ihr haltet sie auf. Jetzt sind die Ablenkung und ich mach mich da rein. Ich rette Petra und rette auch Harper und besiege den Supercomputer namens Parma. P-A-M-A. Sein Name ist. Wow, es sieht schon beeindruckend aus hier. Ich würde mal sagen, zerstören was. Auf geht's, machen was kaputt. Und da kommt Parma. Ja, selbstverständlich hat es mich erwartet. Wir sind drin im roten Bereich, im finalen Herzens. Warum? Ich bin nicht hier, um zu reden, ich bin hier, um dich zu zerstören. Auf geht's.
Ja, ich werde das machen. Ich werde dich besiegen. Das Kühlchen. Du wirst mich nicht nützlich machen. Nicht im letzten Mal. Das muss nur ich wissen. Ja, diesmal muss ich ihm nicht sagen, dass ich ihn mit. Oder ihr. Dass ich ihn mit dem Wasserball kippen will. Wird sie schon sehen. Da kommen Zombies und Spinnen, die Monster. Na dann. Quick Time Event kann kommen. Dann komm, was machst du? Achso. Mist. Das war ein tragischer Fehler. Ich hätte reagieren müssen. Ja gut. Ich war ein bisschen zu kurzsichtig dafür. Na dann. Spulen wir mal ein bisschen vor. Schneiden wir was zusammen. So. Da sind wir wieder. Versuchen es ein neues Mal. Diesmal mal ein bisschen besser reagieren. Okay, da haben wir die Zombies. ZR. Da drüben hin. Zu den Zombies. Als erstes. Zack. Na komm. Ah, zack, den runterstoßen. Die Quick Time Events. Zack. So. Und nochmal nachschubsen. So. Zombies haben wir unten. Und zack, klettern die Kletter. Hops, 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 hops. Und Wasser drauf. Na, ZR. Zack. Dass der erste Turm zerstört. Da waren es nur zwei. Und das Herz am Ende. Das ist eine etwas größere Herausforderung. Und das kriegen wir hin. Na komm, Spinnen besiegen. Zack. Und weg sind sie. Weg ist die erste Spinne. Zwei verblieben. Na. Reaktion. Zack. Runter mit mir. Und Y. B. Und hoch. Zwei Leben noch. Oh, da müssen wir schnell hoch. Schnell hoch. Vor die Spinnen uns erreichen. So. Zack, zack, zack. ZR. So. Turm und Spinne. Befreit. Da war es noch eins. Nummer 3 muss noch geschafft werden. Oder war das jetzt schon das Herz, was wir machen müssen? Oh, Harper ist jetzt im Weg. Stimmt, ja. So war das. Na komm. Wir retten Palmer. Nein, wir müssen den Turm erstmal retten. Und dann würden wir Harper am besten gleichzeitig mit dem Turm retten. So. Und Wasser drüber. So. Was? So, ich hoffe, der Turm ist befreit. Die haben wir nicht ganz geschafft, aber... Oh Mann. Ja, komm, rein mit dir. Ach so, war das. Stimmt. Die ist bei Mann. Die ist ein bisschen zäher. Los, rein mit ihr. Die ist immerhin die Erschafferin von Parma. Natürlich kann die ein bisschen zäher sein. So. Da war sie wieder befreit. Jetzt kommt Petra. Der Endgegner. Das, was wir überschalten müssen. Na komm, diesmal kriegen wir es hin. Parma ist fast zerstört. So. Da ist das Herz. Das müssen wir zerstören. Das Herz oder das Gehirn, wie du willst. Ich glaube eher das Gehirn, das würde es eher treffen, weil Herz und Roboter. Ja. Führen wir ja. Und
Na komm, zack. Was für eine Überraschung, Petra. Ich glaube, dieses Quicktime-Ding kann man nicht schaffen. Man schlägt immer auf Petra oder je nachdem, wie man am Anfang gewählt hat, auch auf Lucas. Wenn man Lucas befreit hat, trifft man hier auf Petra. Und man Petra damals in Habas Labor, geheime Labor, gerettet hat, dann hat man hier Lucas als Kampf. Bereite dich auf deine Zerstörung vor. Harper. Nicht Harper, sondern Petra. Parma. Ach, diese Namen. Na komm, lock daran. Ja, weiß ich. Ausweichen. Ich weiß, was ich tue. Oh, ist gut. Und Konzentration. Oh. Ausweichen. Jetzt muss ich sehr gut reagieren. Wir sind wieder am Anfang zurück. Das Herz. Zerstöre es. Na komm. Du hast ein gutes Schwert. Zerschlag es. Was? Noch nicht ganz. Na komm. Hau ruck. Noch ist nicht zu Ende, wie es ausschaut. Naja, da war diese Klettersequenz. Die wir schon fast geschafft hatten. Na komm. Noch ist der Button dran. Ja, kämpf Petra. Kämpf gegen es. Oh. Wie ist es, dieses Quicktime-Event? So, das müssen wir schaffen. Das haben wir schon mal geschafft. Das Spiel war bloß ein bisschen unfair. Na komm. Und hoch da. Und hoch da. Na komm, wir müssen die Mission zu Ende bringen. Oh, wo muss ich hin? Ach, kletter. Es war zu langsam. Verdammt! Ich hab zu spät reagiert. Ich hab zu spät mitbekommen, dass ich klettern musste. Diese Quicktime-Events. Der Stelle aus. Wir wären nicht mehr fertig heute. Ja, so kann man auch seine Zeit verbringen. Sehr gut. Und da kommt ihr Kampf mit dem Gerät in sich. Und der Chip ist noch dran. So, kämpft gegen es an. So, da fallen wir runter. Okay, ich muss B drücken. Und nach oben. Kletterweg. Ich bin mir nicht ganz klar, welcher Knopf das noch war zum Klettern, aber wir kriegen das schon hin. Und dann komm. Spam. Ich werde klettern, sobald ich kann. Na komm. Kletter. Ja, ich kletter. Ich bin oben. Nice. Na komm. So. Nein, Petra. Nicht auf Petra hören. Töten den Roboter. Töte Parma. Nein. Da spricht ein Roboter. Du bist nicht mein Freund. Na komm. Zieh. Parma ist nicht meine Freundin. X. Raus damit. So. Petra befreien. Doch! Und so Game Over für dich, Computer.
So. Sie lebt auch noch. Können wir den nicht runterwerfen, den Block? Dann haben wir's. Nice. Alle sind wieder da. Harper ist gerettet. Petra ist gerettet. Lucas und Ivor sind auch hinterhergekommen. Die haben es überlebt. Nein, sie ist nicht tot. Sie ist nicht tot. Nein. Wir werden Petra jetzt nicht sterben lassen. Nein. Sie lebt noch. So, jetzt nimm mal den Chip ab. Das war's nicht du, das war der Chip in dir. Es gibt nichts zu ver... Was? Okay, das wollte ich so nicht sagen. Achso, ja. Falsche Übersetzung. Es gibt nichts zu entschuldigen, du musst dich nicht entschuldigen. Na dann. Bringen wir es zu einem Ende. Könnte man das nicht zerstören? Redstone Herz. Beziehungsweise Gehirn. Ich glaube, es ist sicher. Wir sollten es eigentlich zerstören, aber. Ja. Ohne den Roboter. Ja, was soll man damit machen? Kannst du das erklären? Ja, die kann das bestimmt erklären, die Harper. Na dann. Ja, raus aus dem Ort hier. Der Ort ist kein sehr freundlicher, kein lebenswerter Ort. Wo der noch hier macht. Der hat noch eine schöne. Und eine Pause gemacht. Ah, die verwandeln sich wieder. Die wurden entchippt. Die Zombies verpuffen. Am Tag. Okay. Ja, die sind jetzt alle wieder aufgewacht. So, zurück geht's nach Hause, oder? Portal. So, Leute. Ja, wir haben euch gerettet. Irgendwie schon. Wir sind auch Opfer von Parma. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja. Ja. Das ist Harper. Hi, Harry. Oh, wow. Das ist Harry. Oh. Der echte Harry, nicht der Roboter Harry. Ja, Harper hat damit geholfen, mich zu retten. Und zwar Mist gebaut, aber. Ja, sie hat es versucht, wieder gut zu machen. Ja. Es war ein doofes Versehen. Das heißt, sie hat Scheiße gebaut, aber. Harper wird euch helfen, alles wieder aufzubauen. Ja, du wirst das, was du selbst verursacht hast, wieder gut machen. Wieder richtig stellen. make Minecraft great again. Ja. Gut, vielleicht der beste Mal Spruch, aber sie wird es wieder aufrichten. Sie wird es wieder gut machen. Und great again. So, das Portal. Dann nehmen wir mal
unser Flint and Steel, unser Feuerstein, und zack. Dann geht es weg in die nächsten Welten. Hoffentlich in unserer Welt zurück. So, auf geht's. Durch da. Zurück in den langen Flur. In den Portalkorridor. So. Nice, nice, nice. Haben wir die Welt hinter uns gelassen. Die Parma-Welt. So, der Korridor. Zurück hier. Wieder am Anfang. Puh, wenigstens gehen wir nach Hause. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal an. Ja, es wird langsam Zeit, mal nach Hause zu kommen. Atlas. Man muss hier irgendwie auskennen, wenn man durch die Portale will. Du kannst uns nichts nach Hause, nicht nach Hause führen. Oh Mann. Na toll. Das heißt, wir müssen noch ein Abenteuer erleben, bevor wir nach Hause können. Wir müssen erstmal einen Atlas finden, der uns den Weg nach Hause zeigt. War ja klar, dass das so einfach nicht wird. Die restlichen alten Erbauer finden, den nullten Orden des Steins. Wir sind der zweite Orden, die quasi sozusagen. Der erste Orden des Steins, die ersten alten Erbauer. Das Herz. Ah, wusste ich doch, dass wir das noch gebrauchen können. Ich traue mich eigentlich, das nicht irgendwo rein zu platzieren, aber naja. Oh, schaltet einen Weg hinter einem Portal frei. Ein Geheimgang. Am Ende der Treppe. Ein Weg nach Hause. Ja, das klingt doch vielversprechend. Abenteuer. Ja, das war die 7. Episode. Und eine 8. letzte Episode wird uns noch ein letztes Abenteuer erleben lassen, bevor wir nach Hause kommen. So sieht es aus. Das Ende der Reise. So heißt die letzte und 8. Episode. 7. Episode haben wir abgeschlossen. Das Ende der Reise können wir dann im nächsten Part beginnen. Joa, lange Wege haben wir hinter uns. Viel erlebt. Und durch bereits 7 Episoden der Orden des Steines. Montage erforderlich. Am allerletzten Ort. Zwischen Block und Amboss. Immer her damit. In Portal ins Mysterium, Zugang verweigert. Und nun im nächsten Part, das Ende der Reise. Na dann, ich weiß nicht, wie lang dieser Part ist, aber ich verabschiede mich an dieser Stelle. Da mich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht die nächste Episode, den nächsten Part verpasst wollt. Es wird final, jetzt hier in der nächsten Episode. Ich würde mal sagen, man sieht sich. Habt noch einen angenehmen, festlichen Tag.
Haut da rein. Man sieht sich. Ciao, ciao.